Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, das Beste zum Feste. So will ich das mal beschreiben. Also, es gibt nochmal richtig, richtig was hier. Ich wollte gerade sagen, auf die Nuss. Nein, richtig, richtig was zu sehen, was zu erspielen. Und es ist nochmal was wiedergekommen, was ich sehr, sehr cool finde. Muss ich sagen, weil ich es damals verpasst habe, weil ich damals ein bisschen verpasst habe. Aber gehen wir mal kurz rein, was heute Morgen eigentlich an News reinkam. Es kam natürlich eine neue Challenge. Die letzte Challenge übrigens habe ich auch geschafft. Ich habe mir heute Morgen noch die 20 Gems abgeholt, weil ich die Ressourcentränke hier, ja so, eigentlich könnte ich sie noch nehmen und gebrauchen, habe ich aber nicht gemacht. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Gems kann man letztendlich immer gebrauchen oder Juwelen kann man immer gebrauchen. Aber wir gehen mal rein in das Feste hier. Und zwar gibt es die Championship Qualifier Herausforderung hier. Hast du das Zeug dazu, diese offizielle Championship Qualifier Herausforderung mit 3 Sternen zu meistern? Im Neuigkeitenmenü erfährst du mehr über die Belohnung. Die Belohnung ist folgende. Wenn ihr diese, ich hoffe, ich erzähle das jetzt richtig, wenn ihr diese Herausforderung schafft und noch Truppen übrig habt, dann gibt es 10 Gewinner, die ein World Championship Back gewinnen können. Ihr werdet dann informiert hier in-game, wie das ganze Prozedere weitergeht, wie ihr euren Preis dann einheimst, beziehungsweise dann nach Hause bekommt. Aber wir gehen mal rein hier. Das ist nämlich eine ganz, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich eine ganz normale Base. Nee, es ist keine normale Base, sondern der Angreifer hier heißt, jetzt muss ich mal eben nachgucken, irgendwas mit DQ. DQ sowieso. Ich kann es nicht wirklich lesen, von Vanguard Gaming gegen den Celino von Space Station. Ihr könnt euch das, die Szene anschauen. Das war während des letzten Qualifiers, glaube ich. Und dort könnt ihr das anschauen. Der Angreifer hat allerdings nur 71% geschafft. Ja, ich verlinke euch das nochmal unten im Video. Dann könnt ihr direkt in die Sequenz reinspringen und könnt euch das angucken, wie der Attacker das gemacht hat. Hat auch keine Truppen mehr übrig gelassen. Aber ihr sollt hier jetzt 3 Sterne auf diese Base hier belegen. Oder ich auch, keine Ahnung. Ich eher weniger, aber es ist schon beeindruckend, wie er da vorgegangen ist, auch wenn er es nicht geschafft hat. Das kann ich euch in jedem Fall sagen. Und letztendlich ja, möchte ich so eine Tasche eigentlich auch haben. Ich denke mal, ihr wollt so eine Tasche auch haben. Also stürzt euch auf jeden Fall in diese Challenge hier rein und versucht ihr auf 3 Sterne zu bringen, inklusive, dass ihr noch, so war das, Gewinnspiel unter den Bestplatzierten, geringster Wohnraum der eingesetzten Truppen. Es gibt ein Clash Worlds Goodie Bag. Also 10 Gewinner, so ein Goodiebag und da werden sicherlich so ein paar Sachen so drin sein, etc. Also das könnt ihr in jedem Fall reinspielen. Hier finde ich sehr, sehr gut und auch mal etwas anderes als das, was wir jetzt in den letzten Sachen hatten. Aber diese Woche ist auch, ja, so will man sagen, nicht ganz die letzte Clashfest-Woche, aber in dieser Woche stehen die Weltmeisterschaften an in Helsinki vom 23. bis 25. Und ich denke mal, ihr seid mit dabei. Ich gucke das natürlich auch so gut, wie ich es kann, nebenher, gar keine Frage. Und denn dort werden wir sicherlich einiges zu sehen bekommen, inklusive auch einem deutschen Team. Also auch da feste Daumen drücken. Und von daher finde ich das sehr, sehr gut, dass wir mal so eine Challenge kriegen. Was ich noch nicht so schlecht finde, ist, wenn man hier in den Shop reingeht, dann kann ich mir einen neuen Skin kaufen für den Warden. Und ich muss sagen, dieser Skin ist meines Erachtens einer der besten Skins, die wir bisher gesehen haben, weil es sehr, ich will nicht sagen authentisch ist, aber es ist mal ein bisschen was, also Ernsteres. Wenn wir hier jetzt mal reingehen, die Animation ist unheimlich cool, muss ich sagen, wie der hier reinspielt. Also legendärer Skin hier. Und ihr wisst, die ganzen neuen Skins, die legendären Skins, sind alle neue Modelle, neue Texturen animiert. Und ich finde diesen hier, der ist wirklich extremst gut animiert, finde ich. Dazu natürlich passend gibt es den Champion oder die Champion Queen und den Champion King. Ich habe bei mir selber mal geguckt. Ich habe die Queen nicht. Ihr seht das schon im Hintergrund. Habe ich wahrscheinlich verpasst, mir mal zu kaufen. Okay. Habe ich mal verpasst, mir mal zu kaufen. Denn den König habe ich. Den König habe ich. Entweder gab es den König zu erspielen oder den gab es auch mal zu kaufen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber den König, wo ist er da hinten? Den Skin habe ich. Das ist der hier.
und ja, das Pärchen, 20 Euro, also nicht ganz 20 Euro. Muss ich mal sehen, wie ich das mache. Ich hätte es echt schon gerne. Aber ich muss mich auch immer so ein bisschen zurückhalten und guck dann nicht hin, weißt du, so im Shop so nicht hingucken. Und denke immer, na, Thorsten, ist es nur ein Skin? Es ist nur ein Skin, ja, ich weiß, es ist nur ein Skin. Egal, es ist cool. Ich mag's wirklich sehr, sehr gerne. Und auch, ich habe heute mal Ingame-Sound an hier. Auch diese, das Layout, die Szenerie hier, finde ich ja sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen, was mir nie so aufgefallen ist, weil ich nicht immer mit Ton spiele, oder mit Musik spiele. Das Ding ist auch noch richtig cool hinterlegt und auch andere Basses habe ich jetzt erstmal wieder gehört, sind richtig cool hinterlegt, die Halloween-Szene und auch die Szene, wenn man hier reingeht in das, in die Szene, die man kaufen konnte für die Kriegsbasis. Echt cool. Ich habe das nie gehört, ey. Ich habe das echt nicht gehört. Naja, aber ich habe trotzdem noch was anderes gehört. Also wir können hier die Championship-Herausforderung spielen. Beide Skins kann man sich kaufen. Ich habe noch knappe 12 Tage Zeit. Okay, 12 Tage, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass das exakt im ganzen September noch stattfinden wird. Ich schaue mal, was ich da machen kann. Wie wir das Ganze bewerkstelligen und ich kann mir schon vorstellen, dass ich mir beide hole, weil ich beide echt gut finde. Vor allen Dingen den Warden finde ich mega gut. Diesmal echt mega gut. Aber wir springen jetzt mal auf meinen Desktop, denn es gibt noch was anderes zu sehen. Ich nehme mal das Clash of Clans so ein bisschen an die Seite. Ich muss das ab und zu mal bewegen, weil sonst mein Air-Server weggeht. Deswegen mache ich euch den Sound jetzt hier auch kurz einmal aus und wir springen einmal auf meinem Desktop, denn dort gibt es auch noch was für euch zu erspielen. Das mache ich mit euch live. Ich habe es allerdings schon am Handy gemacht. Und auch da gibt es zum Clashfest, so muss ich sagen, noch was für euch. Na, ich will nicht sagen zu gewinnen, sondern zu erzocken. Also wir gehen mal auf meinen Desktop drauf. Ich gucke mal eben, dass das auch so funktioniert. 1, 2, 3. Bildschirmaufnahme, da sind wir, okay, das muss ich wieder im Hintergrund machen, das ist meine Aufnahme. Also das, was ihr hier jetzt gerade seht, das ist exakt der Kampf, wenn ihr in den Link reingeht, allerdings ist das schon das Ende des Kampfes. Aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, also ich gucke mir den Angriff auch sicherlich noch 1, 2, 3, 8 mal an, wo ich drauf hin wollte, ihr seht schon oben rechts, oben links, ist das hier. Also, eventclashofclans.com/en. Dort könnt ihr ein Supercell-Login machen. Ich mache das gleich auch hier dran. Und dann können wir mal sehen, was man hier zocken kann. Also September 23. UTC und auch das gleiche gilt auch für Clash Royale. Wenn ihr hier übrigens die Maus auf dem Desktop festhaltet, dann könnt ihr so ein bisschen hier hin und her gehen. Und ihr habt ja schon gesehen, dass so ab und zu mal der Ballon hier durchkommt. Da ist er wieder. Hi. Beste Webseite ever. Ich mache jetzt aber mal eben so ein Login und dann cutte ich euch das kurz, damit ihr jetzt meine so hochwichtigen Daten nicht seht. Und dann sehen wir uns nach dem Cut einfach wieder. So, da sind wir drin. Da sind wir drin zum Zocken und ihr könnt hier jeden Tag Gems gewinnen, beziehungsweise Ingame-Sachen und auch Juwelen, beziehungsweise das, was es an Reward gibt, in Clash Royale, das weiß ich aber im Moment nicht so wirklich, aber ich glaube, die 25 hier, die könnt ihr euch jetzt schon abholen. Die stecken in eurem Posteingang. Wir springen gleich nochmal ins Game rein und könnt euch so hier noch zusätzliche Juwelen abholen, aber ihr müsst auch zocken. Das heißt, ihr könnt hier unten Wetten abgeben, also glaube ich zumindest. Ja, hier kann man Wetten abgeben. Hier oben seht ihr Toto. Hier kann man auch, glaube ich, den Account wechseln. Also wenn hier bei mir im Handy ist das schon X, beziehungsweise hier oben das X, links oben. Und
könnt ihr auch mehraccountig hier dann reingehen und könnt halt mitzocken. Und müsst allerdings, ja, wie gesagt, das ist, ihr könnt das Ganze, ich habe es gestern übers Handy gemacht, also der Link funktioniert in jedem Fall, aber ich verlinke das auch nochmal hier unten drunter für euch unter dem Video. Und so könnt ihr hier jede Menge Gems gewinnen, eigentlich nur Gems, aber wenn man das mal so zusammenzählt und ihr zockt hier unten ziemlich gut in dieser Woche, dann kann da schon ganz gut was bei rumkommen. So will ich das mal sagen. Was ich ein bisschen verpasst habe, das tut mir auch ein bisschen leid, ist ein kleines Gewinnspiel. Hätte ich über Twitter machen können, so wie meine Kollegen das gemacht haben. Jemand von euch hätte sich 2000 Gems auch über meine Wenigkeit abholen können, aber ich habe das irgendwie verpeilt oder nicht richtig gelesen oder nicht richtig verstanden, was man da hätte wie machen müssen. Ich habe gedacht, ihr müsstet irgendwas Cooles machen zum Clashfest, mir das einsenden, ich muss das bewerten und so weiter. Hätte aber viel zu lange gedauert, weil das, glaube ich, erst am Donnerstag reinkam und am Montag wird schon der Gewinner überall ermittelt, also letztendlich heute. Und aber dieses hier finde ich echt wirklich, wirklich stark. Und ich werde da in jedem Fall jeden Tag mitmachen, jeden Tag mitfiebern. Na klar, Leute, es gibt Gems for nothing. Ja, nicht ganz for nothing, aber so ziemlich so ein bisschen zumindest. Okay, dann hole ich euch das andere mal wieder nach vorne und dann seht ihr das auch, dass das hier im Postfach anliegt. Also guckt einmal in euren Posteingang. Hier könnt ihr euch einfach ein paar Gems abholen. Clash of Clans World Championship. Holen wir uns ab, gar keine Frage. Und ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, so heißt es auch mal. Und vielen lieben Dank, Supercell. Und ich hoffe, ihr spielt hier mit. Ich hoffe, ihr kauft euch den Skin oder ihr findet den Skin genauso gut wie ich und habt ihn vielleicht schon gekauft, keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie cool ihr das findet und auch wie cool ihr dieses Gewinnspiel beziehungsweise das, es ist ja kein Gewinnspiel, es ist ja so ein bisschen mitzocken, mitfiebern, mitvoten, mitwetten, wer gewinnt wann wie wo. Und ich muss jetzt auch erstmal selber sehen, muss mir die ganzen Pläne mal anschauen, wie dort wann wie und zu welchen Zeiten vor allen Dingen gestreamt wird. Und wir streamen aber auch wieder in dieser Woche. Wann? Lasst euch einfach überraschen, einfach auf, ja, da. Auf Twitch TV ein Abo hinterlassen, nein, kein Abo, sondern ein Follow hinterlassen, dann habt ihr zumindest eine Glocke. Und wenn ihr die Glocke habt, dann seht ihr auch dort, wann ich denn so online komme. Meistens abends, also da braucht ihr tagsüber nichts erwarten, aber meistens abends. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir diesmal so mal gar kein Clash of Clans gespielt haben. Ich hoffe, ihr spielt jetzt viel Clash of Clans. Ich werde das in jedem Fall auch machen, aber zu etwas späterer Stunde. Vielen lieben Dank. Habt noch eine coole Woche, beziehungsweise erstmal einen coolen Wochenstart. Bis dahin, Leute, euer Choto. Clasht!